In der Shirokane Ceramic Art School im Stadtteil Shirokane können Sie die japanische Töpferkunst kennenlernen. Die Schule existiert seit 12 Jahren. Die Lehrer praktizieren seit über 20 Jahren. Die Schule bietet Platz für bis zu 10 Teilnehmer. Und englischsprachige Lehrer erklären, wie es funktioniert. Der Ton kommt aus den Regionen Shiga und Saga, die berühmt sind für ihre Keramikkunst. Am einfachsten für Beginner ist eine einfache Teetasse. Der Ton wird ausgehöhlt, dann beginnt das Formen. Es ist aber genug Ton da für mehrere Versuche, zum Beispiel auch eine Schale oder ein Teller. Zum Abschluss wird der Rand geglättet und das Wasser aus dem Inneren entfernt. Dann wird der Boden abgeschnitten und das fertige Werkstück vom Drehteller abgehoben. Die Teilnehmer können sich aussuchen, welche der Werkstücke sie gerne behalten möchten. Diese werden dann nach ca. einem Monat fertig glasiert und gebrannt und den Teilnehmern nach Hause geschickt. Lieber Lukas, eine wunderbare Aktivität, bei der man sich allerdings dann, das haben wir gesehen, die Hände schmutzig macht. Du hast dir die Hände ja sehr schmutzig gemacht. Erzähl mir mal ganz kurz ein paar Fakten. Wie können Veranstaltungsplaner für ihre Gruppen denn diese wunderbare Töpferei, Töpferschule nutzen? Genau, also in dieser Töpferschule, Shirogane, kann man bis zu 8 Leute gleichzeitig an so einem kleinen Töpferkurs teilnehmen lassen. Und man kriegt dann da von einem Lehrer, von der Lehrerin eine ganz fachkundige Anweisung, kann mehrere Stücke töpfern. Man kriegt dann auch ein bisschen erklärt, was die unterschiedlichen Techniken sind, wie man es verziert und wie das auch heißt im Japanischen. Und kann dann am Ende sogar das fertige Stück von der Töpfereischule quasi fertig brennen lassen. Das dauert ein paar Wochen und dann kriegt man es sogar nach Hause geschickt, wenn man das möchte, und hat dann ein fantastisches Andenken an die Japanreise.